Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge bei mir hier auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn wir Kachika jetzt den Gar ausmachen. Hier in Warlords of New York in The Division 2. Ja, unser Ranger ist bereit, Munition ist aufgefüllt und wir werden jetzt hier durch die Tür gehen und dann uns mit Kachika mal unterhalten und mit ihm ein ernstes Wörtchen sprechen. Ihr habt eure Wahl getroffen. Jetzt müsst ihr mit den Konsequenzen leben. Schalten Sie den Mistkerl aus. Eingehende Feindkommunikation. Mein Kampf galt niemals mehr den Menschen. Weil ihr hättet mitmachen können. Stattdessen dient ihr den Verrätern, die uns krepieren ließen. Kajika will Sie zu einer Reaktion provozieren. Gehen Sie nicht darauf ein. Dampfentdeckt. Sicht beeinträchtigt. Raus aus dem Dampf und erledigen Sie ihn. So. Wasserventil entdeckt. Agent, senken Sie den Wasserpegel. So, dann gehen wir mal hier in Deckung. So, kommen noch mehr böse Jungs. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier auf der linken Seite. Ah ja, da ist einer. So, die Drohne kümmert sich um Kachika. Und unser Geschütz ist im Cooldown. Sie stehen auf der falschen Seite. Dampf entdeckt. Sicht beeinträchtigt. Das ist eine Falle. So. Raus aus dem Dampf und erledigen Sie ihn. War das hier? Yep. So. Ups. Locken Sie ihn runter und überlisten Sie ihn. So, kriegen wir das Geschütz da oben hin? Nein, das reicht nicht. Dann machen wir es hier hin. Okay. Thank you.
Ja, dann holen wir mal wieder die große Wumme raus. Und das sollte ihm den Rest gegeben haben. Nö. Okay, der Kollege ist immer noch da. Abtrünniger Agent gestorben. Rote Schildfertigkeit entdeckt. Gute Arbeit, Agent. Checken Sie, ob Kajikas Uhr etwas hergibt. Tja, das werden wir gleich tun. Aber erst checken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was aufnehmen können. Ich liebe es einfach, wenn ich von dieser Frau gelobt werde. So. Was haben wir hier noch irgendwo? Nichts. Okay, dann zerstören wir hier das Geschütz. Nehmen mal hier die Dinge noch auf und dann schauen wir, was wir hier mitnehmen können. Rhodes, erhalten Sie ein Signal? Nein, empfange ich nichts. Shit, er muss sich hier zeitweise versteckt haben. Finden Sie heraus, wo und suchen Sie nach Hinweisen. Kajika ist oldschool. Er macht seine Aufzeichnungen analog und behält einige Informationen nur im Kopf. Rote Schildfertigkeit erhalten. Sehr schön, die Schockfalle haben wir jetzt gefunden. Okay, Kajikas Versteck finden. Kajikas Ziele. Er weiß wirklich, seine Spuren zu verwischen. Fast geschafft. Deswegen wollte er auch nach Haven, um seinen Rachefeldzug abzuschließen. Sie waren wirklich eine große Hilfe, Agent. Sehr gut. Ich schicke ein Team, um Hinweise zu sammeln. Hoffentlich finde ich etwas, das mich auf Kinas Spur bringt. Abtrünniger Agent gestorben. Jetzt, wo Kajika tot ist, werden viele Leute ruhiger schlafen. Es ist erschreckend, wie ein einzelner Mensch so viel Schaden anrichten kann. Ich gehe mit einem Team zu seinem Versteck und sichere alles, was ich finde. Wie es aussieht, hat er eine Menge brauchbarer Informationen zurückgelassen. Hoffentlich führen uns einige davon zu Kina. Tja. Damit hätten wir ja die vier Buben jetzt aus dem Spiel genommen und jetzt haben wir nur noch Aaron Keener vor uns. Das ist unser Primärziel gewesen für diese Mission und da lassen wir uns mal überraschen, wo wir den finden. Okay, so, wir haben hier noch ein bisschen was einzusammeln und haben uns auch schön hochgelevelt auf Level 39, ein Level noch, dann haben wir 40. Gut, war schon immer gut in Mathematik, ihr merkt es. Wir hatten Erfolg, wir wissen, wo Keener ist, auf Liberty Island. Dieser verdammte Mistkerl war die ganze Zeit in der Nähe. Parnell hatte eine geheime Hintertür zu ihren Kommunikationskanälen. Damit konnten wir die Spoofs rausfiltern. Und dank der Daten von Kinas Agents haben wir die Quelle isoliert, die von der Drohnenaufklärung bestätigt wird. Er ist definitiv auf der Insel. Wir müssen schnell handeln. Diesmal darf er uns nicht entkommen. Ich bin diesmal dabei, Agent. Wir treffen uns am Fährterminal. Es wird Zeit, es zu beenden. Wie recht sie hat, aber mit Sicherheit nicht in dieser Folge. So, da haben wir nochmal Modell 700. Okay, das nehmen wir mit. Auch hier noch ein bisschen Material. Gut, das ist nichts. So, dann schauen wir, dass wir mal hier rauskommen.
Falsch rum. Augenblick. War das nicht... So. War das nicht irgendwie hier... Ah ja, genau. So, gibt's hier noch was? Aha. Da draußen knallt es schon wieder. Okay, das ist auf der anderen Seite der Wand. Aber ich glaube, es hat sich bereits erledigt, oder? Komm schon, Baby. Okay. Sehr schön. So, dann schauen wir mal auf die Karte, wie sich die Situation jetzt darstellt. Okay, hier unten. Chinas Gefangennahme, Haupteinsatz. Ja, wie gesagt, das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge spielen. Ich schlage vor, dass wir jetzt nochmal kurz zurückgehen. Haben wir noch irgendwelche Nebeneinsätze vorher zu spielen? Ah, da hätten wir doch noch zwei Nebeneinsätze. Zum Beispiel die Doyer Street oder den Nebeneinsatz Castle Clinton. Damit können wir uns dann schön noch hochleveln auf Level 40, bevor wir uns dann tatsächlich dann China zuwenden, der ja auf jeden Fall eine ganz, ganz harte Nuss, eine ganz harter Brocken ist. Gut, aber hier den Kontrollpunkt, den würde ich gerne noch einnehmen, bevor wir hier zum Ende dieser Folge kommen. Und damit wir noch ein bisschen Action haben, so, zack, den nehmen wir noch mit. Denn schließlich müssen wir ja auch ein bisschen die Quartiere hier befreien und müssen den Menschen wieder Sicherheit geben. Okay. 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 Keine Fahrt hier ohne mich. Sehr schön, da kriegen wir ein paar Granaten. So, hier durch die Türe. Aha, und irgendwie kommt mir das Ganze doch bekannt vor. Waren wir nicht hier schon mal? Feind erkannt.
Ach was, wir haben keine Munition mehr. Da haben wir aber irgendwo nicht aufgepasst. So, dann nehmen wir aber gleich mal hier ein bisschen was auf. Sich nähern Feinde erkannt. So, da müsste doch irgendwo... Hier, da gibt's Nachschub. Wo sind eigentlich meine Unterstützungstruppen, die ich angefordert habe? Fast erledigt. Ah ja, da sind sie doch. Sehr schön. Gehe ich einfach mal hier hoch und von da oben habe ich mit Sicherheit ein Ziel. Okay. Wo ist der Junge? So. Sehr schön. Damit hätten wir den feindlichen Anführer neutralisiert und hätten die City Hall wieder eingenommen. Damit darf ich mich jetzt recht herzlich bei euch bedanken. Und wie immer gibt es natürlich ein kleines Tänzchen. So, machen wir ein bisschen Breakdance heute. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht oder wieder dabei seid, wenn wir in der nächsten Folge uns dann langsam Aaron Keener zuwenden. Also, bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.